Hallo und willkommen zurück bei Fallout 4. Ja, meine Freunde, ich hatte wieder mal eine längere Aufnahmepause zwischen den Folgen. Daher muss ich mich erstmal ein bisschen wieder reinfinden. Aber ich habe schon mal geguckt. Wir werden hauptsächlich erstmal bei der Hauptquest bleiben. Ich werde hier und da mal einen Abstecher in irgendein Gebäude machen. Aber erstmal werde ich jetzt hauptsächlich mich um die Hauptquest kümmern, bis wir endlich mal ins Institut gefunden haben. Und erstmal geht's aber mit die Freedom Rail oder wie die auch immer die heißen. Und das wäre hier. Dort starten wir nämlich, denn hier sind wir nämlich bei... Opala, das war die falsche Taste. Hier sind wir nämlich bei diesem Ort, wo wir immer hin wollt oder sollten, um das zu finden. Und das ist nämlich Boston's Common. Und ich schätze mal, willkommen, da steht auch The Freedom Trail. Hier beginnt der Freedom Trail. Erzähl mir vom Freedom Trail. Folgen Sie dem hier im Boston Common beginnenden roten Pfad durch die Straßen unserer großartigen Stadt. Der Weg enthält Markierungen an vielen berühmten historischen Orten. Besuchen Sie Paul Revere's Haus, die Old North Church, das Old State House, Bunker Hill und vieles mehr. Wie soll ich mir das denn merken? Patriot im Boston Common. Hier beginnt der Freedom Trail. Bist du ein Reiseführer? Fehler. Antwort nicht erkannt. Okay, also wir sollen bestimmte Orte suchen oder besuchen. Ah je, hoffentlich kann ich mir das merken. Das ist ja... guck ich mal eben ganz kurz. Haben wir das... irgendwie da drin stehen, was wir besuchen sollen? Folge dem Freedom Trail. Ah, leck mich doch fett. Moment mal eben. Hier. Ich glaube, wir sollen diesem Ding hier folgen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich versuche mal, diesem Ding hier zu folgen, ob das der Weg ist. Da geht's weiter. Hier ist das State House. Also ich folge diesem Ding hier einfach mal. Toll, jetzt gehe ich wieder runter. Super Aktion. Dann geht es hier rum. Ich habe keine Ahnung, ob es das ist, aber das war so das Einzige, was Sinn ergeben hat. So, da vorne scheint es irgendwie weiterzugehen. Jetzt muss ich hier vorsichtig sein. Ah, hier geht's weiter. Gut. Puh, hier sind wir bei Good Neighbor. Ah, guck mal einer an. Jetzt eine 6 und ein O. Hat man davon schon mehrere Markierungen? Habe ich irgendwo welche übersehen? Ich folge einfach mal dem Dingen. Weiter. Wird wohl am anderen Ende weitergehen. Ja, da unten. Ich habe keine Ahnung, wohin uns das führt. 3i. 6o, 3i. Ein Ruckelzuckel. So, hier kommen wir zum neuen Ort oder wo sind wir hier? Waren wir hier schon mal? Oder warum liegen hier Tote rum? Ich glaube ja. Ja, ich glaube schon. Als wäre es vorher nie aufgefallen ist. 5R. Weißt du, was dieser Ort hier gebrauchen könnte? Deckungsmöglichkeiten. Aha. Na, wenn du das sagst, Madame.
Ich folge erstmal weiter dem Freedom Trail. Ich habe keine Ahnung, wohin uns das Ganze führt. Oh oh. Oh oh. Nicht schon wieder. Ich höre, du solltest gar nicht da sein. Was? Irgendwas scheint da zu sein. Boah. Autsch. Tja, Viper hat's da voll erwischt, alle anderen hat's zerlegt. Naja, also eigentlich ganz gut für uns gelaufen in diesem Augenblick. Ich tu mal kurz einen Rattewamer reinpfeifen und einen Stimpak, dann geht's uns wieder mal richtig gut. Hallo Viper, alles wieder gut. Eine Splittergranate nehmen wir natürlich auch noch mit. So, da geht also der Freedom Trail weiter. Hat einer von euch noch was Tolles? Kronkorken, Patronen. Und dann rutscht der gerade mal. Hallo? 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 Würdest du. Was war das denn für eine Aktion jetzt? Gut, einmal nachladen. Brauchen wir nicht. Ist nachgeladen. Dann können wir weiter dem Freedom Trail folgen. Wo auch immer der Weg hinführt. Da geht er weiter. Der Freedom Trail. Was ist das hier? Wieso geht der denn jetzt automatisch da rein? Was soll das denn? Das wollte ich gar nicht. Also wieder raus hier. Das war jetzt irgendwie komisch. Ich habe ja nicht mal was geklickt. Ich bin einfach nur da reingegangen. Eigenartig. Naja gut. Gehen wir erstmal so weiter. Wenn wir denn eines Tages mal wieder draußen ankommen. Ja, die Ladebildschirme, die werde ich irgendwann verfluchen. So, weiter geht's dem Freedom Trail entlang. Nämlich. Moment mal. Ah, da drüben geht's weiter. Ich frage mich, diese Orte, die der genannt hatte, ob wir die wirklich besuchen müssten. Ich folge einfach weiter dem Freedom Trail, wie gesagt. Aua, 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 aua! Was war denn das für ein lustiger Ton? Oh, oh! Aua, aua, aua! Hat der mehr Hunde gerufen, oder was? Juhu, mal wieder ein bisschen Luck abbekommen. Wow. Das hat mich jetzt echt ganz kurz geschockt. Ich gehe mal eben kurz hier rein. Also wir sind nicht weit vom Flughafen entfernt, also vom Ort, wo unsere Freunde der stählernen Bruderschaft sich befinden. Als nächstes 8D. Ich habe keine Ahnung, was das für einen Sinn hat. Ich folge einfach mal weiter dem Freedom Trail. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten. So, hier sind wir an der Old North Church. Und hier. 1R. Der Weg endet direkt bei der Kirche. Der Weg scheint hier zu enden. Okay. Würde ich sagen, betreten wir mal diese Old Church. So, und hier suchen wir jetzt mal nach der Railroad. Mal schauen. Ich mache hier gerade mal Licht an. Ist ja doch extrem dunkel. Was für ein Erstmal mal
ein paar Ghule, die wir hier erledigen dürfen. Arme, dreckige Ghule. Aua! Ist er hin? Hallo? Ah, da. Ja, den kriegen wir so platt. Da brauchen wir nicht unsere Munition verschwenden. Kampfrüstung. Rechter Arm. Beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte. Sehr cool. Schauen wir bei Gelegenheit mal. So, hier vorne hatten wir einen erledigt. Okay, hier stellt sich natürlich die Frage, diese Zahlen, Buchstaben und alles, die wir da gehört haben oder halt gefunden haben unterwegs, ob die irgendeine Rolle spielen. Also irgendwo bewegt sich wieder was. Genauso wie er hier. Aber das ist jetzt nicht unser Problem. Und schon düster hier. Mal wieder. Hier geht's nach oben. Sieht irgendwie... Irgendwie sieht das aus wie eine versteckte Tür hier, oder? Hm. Mal schauen. Okay, hier sieht ja auch wieder so aus. Mal abwarten. Schauen wir uns erstmal weiter um hier. Da liegt eine etwas zermürbt rum. Also dieses Zeichen da drüben, das ist für mich irgendwie Zeichen genug eigentlich, was da oben an der Wand klebt. Also wundert euch nicht, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen rumlaufe. Ich schaue mich nur ein wenig um, ob ich hier vielleicht noch an der einen oder anderen Ecke was finde. Hier geht es in den Turm, da wollte ich jetzt nicht rein. Hier liegt auch wieder einer rum. Gut, also hier gibt es jetzt nichts, was mich irgendwie interessieren könnte. Gut. Machen wir erstmal wieder Licht aus. Und wie gesagt, hier oben dieses Zeichen. Da. Folge dem Licht. Der Freedom Trail ist für mich irgendwie Zeichen genug, dass es in diese Richtung geht. Müssen natürlich nach wie vor vorsichtig vorgehen. Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ob wir überhaupt willkommen sind, ist natürlich die nächste Frage. Hallo Piper. Und da ist wieder ein so ein Lichtchen. Hm, was hast du vor? Mit Simpha in den Katakomben der Kirche gelandet. Da vorne ein Ghoul. Machen wir hier mal Licht an. Da ist eine Kiste. Oh. Nur ein toter Ghoul ist ein guter Ghoul. So, Radex haben wir hier. Wird da kurz geheilt. Wo geht unser Weg nur hin? Erstmal gegen die Ghule. Erneut. Ghoul Nummer 1 erledigt. Ghoul Nummer 2 ebenfalls. Kopf ab. Alles wieder gut. Piper, du stehst da ein bisschen im Weg rum. So, hier geht's weiter. Mein Gott, wo sind die denn? Ach du Scheiße. Oh, das war also falsch. Ach du Scheiße. Oh Gott, wie soll ich mir das denn bitte merken? Hm, dreht sich. Ach du heilige Scheiße. Ja. Ich hab es gefürchtet. Oh mein Gott. Also, ich würde sagen...
Um das auf die Kette zu kriegen, ich schätze mal, die eine oder andere von euch, der hat das bestimmt noch im Kopf. Ich auf keinen Fall mehr. Ich hätte es mir vielleicht aufschreiben sollen, wäre vielleicht intelligenter gewesen. Ich hab's geahnt, dass irgendwie so eine Scheiße kommt, aber ich hatte echt nicht gedacht, dass sowas kommt. Aber gut, wir wissen ja, wie wir hier hinkommen und wir wissen jetzt, wo die Freedom Trail sich befindet. Jetzt können wir erstmal wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Und das Ganze irgendwie, ja, am besten aufschreiben, würde ich sagen. Das Beste wäre aber dafür, wenn ich dafür einen Stift hätte, den ich gerade hier nicht habe. Tja. Ärgerlich. Ich schau gerade mal eben. Moment mal eben kurz. So, und da bin ich auch wieder und hätte auch einen Stift dabei. Und jetzt muss ich erstmal schauen, was uns hier erwartet. Ich habe keine Ahnung, jetzt muss ich erstmal alles aufschreiben. Ich habe keine Ahnung, in welcher Form hier jetzt das Ganze sein soll. Also hier erstmal. 1 und R. 1 und R. Nehmen wir einfach mal. So, jetzt müssen wir uns natürlich ranhalten. Ich würde gerne den Eingang noch in diese Folge öffnen. 8D. Ein 8D. Ich werde auf jeden Fall alles versuchen zu finden. Wo geht's weiter? Nur damit ich es nicht übersehe. Da geht's weiter. Ich hoffe, ich übersehe keine Platte. Da. Wo geht's denn weiter jetzt? Scheiße. Bisschen ätzend, wenn man hier. Was ist denn das? Ach, eine Leiche. Und. Oh, da sehen meine Augen was. Kronkorkenvorrat. So, hier geht's weiter. Nee, keine Platte. Na, hoffentlich kriegen wir das hin. Ein wenig. Wo sind wir jetzt gelandet? Scheiße. Hier bin ich falsch. Hier muss ich lang. Oh Mann, hoffentlich kriegen wir das hin. Weil ich sehe keine Platten hier. Da ist nichts. Da ist eine. 5R. 5R von der Trail. Da sollte ich vielleicht auch mal drauf achten, was da genau markiert ist. Also die 5 von der Trail. Okay. Ah, halt doch die Klappe. Eieieiei. Ich habe keine Ahnung, was und wie das Ganze funktionieren soll am Ende. 3i. 3i ebenfalls von Trail. So, irgendwie müssen wir jetzt hier rüber. Gut, das hätten wir hinbekommen. Oh, dass sich den Scheiß ausgedacht hat. Meine Güte, vielen Dank aber auch. So. Von Freedom die 6. 6O von Freedom. Nicht von Boston. Gut, weiter geht's. Wo lang? Ich glaube hier. Scheiße. Ich glaube. Da war das. Hier müssen wir lang. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
So, uns fehlen noch einige eigentlich, wenn ich das richtig sehe. Ist natürlich nur die Frage, wo sind die alle? Wahrscheinlich auch noch bei den Orten. 2 und A. 2A von der Trail. Eins, zwei, drei. Dann fehlt uns jetzt noch die 4, 6 und 7. Also ich sag's mal so, es scheint wirklich so, als müssten wir die Orte tatsächlich noch besuchen, die uns der liebe Robby da am Anfang gesagt hat. Das ist natürlich jetzt, wow, okay. Nochmal eine Menge Aufwand. So, hier haben wir auch noch was. 4 und L. Definitiv ein Code. 4L. Okay, von Trail. So, wir haben jetzt R, A. Ja, ich habe schon eine Vermutung. Das wird wohl Railroad heißen. Vier, fünf, sechs, sieben und die 8. Tja, das O und das A der anderen, da müsste ich schauen. Haben wir noch ein zweites O, ein zweites A? In Boston haben wir Freedom, haben wir noch ein O. Das ist aus, ja, Boston haben wir 2 O's und... Ich schau nochmal eben, ob es hier noch irgendwo ein Dingen gibt. Aber ich glaube, das waren sie. Was waren denn die anderen Orte, die wir noch... da ist auch noch was. 7 und A. Irgendein Code? 7A aus der Trail. Erneut. Ja, mir fehlt nur noch ein einziger eigentlich. Eins fehlt mir und das ist ein O. Oder nee, 6 O haben wir. Nee, wir haben alle. Ja, alles klar. 6 O haben wir auch. Gut. Damit kriegen wir das hin. Also wieder zurück zur Church und dann probieren wir das Ganze nochmal. Meine Fresse, ey, was ein bescheuertes Ding. Und natürlich heißt es Railroad. Auf die Idee hätte ich auch kommen können. Jetzt muss ich nur kurz kacken. Kacken, oh Gott. gucken, wo der Scheiß genau stand. Mir fehlt da nämlich die letzten beiden. Die fehlen mir. Welche Buchstaben genau da gemeint waren. Und das kriegen wir jetzt noch hin. Das ist jetzt nicht das Problem. App. So. Ist das ein weiter Weg, immer wieder hin und her. Das war ich. Oh. Tja. Und Klappe bitte. So. Dann sind wir fast wieder an dem Ort, wo wir hin wollten. Hier rüber. Muss ich noch aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe hier. Dann da lang. Ich glaube, hier das müsste das D sein. 8D. Aus Freedom.
Und das letzte ist dann natürlich direkt hier. Und das ist aus ebenfalls Freedom, das Air. So. Also, 1R. Für Railroad. Das kriegen wir auf alle Fälle hin. Hoffe ich mal. Mei, oh mei, oh mei. Also besser verstecken konnten die sich nicht. So, da wären wir wieder. Und wir brauchen als allererstes das Air aus Freedom. Nein, ein zu weit. Scheiße. Kann ich die... Ah, Gott sei Dank. So. Ah. Fängt also mit R an. Jo, dann haben wir 2A aus Trail. So. Dann 3 ist das I aus Trail. I aus Trail, dann die 4 L aus Trail. Dann die 5. Das R aus Trail. Dann die 6 war das O aus Freedom. Die 7, das A aus Trail. Und die 8, das D aus Freedom. Also. Und es hat funktioniert. Yippie-i-di-o. Licht an und wir wären durch. Meine Fresse, mehr fällt mir dazu gerade nicht ein. Stehen bleiben. Du hast dir eine Menge Mühe gemacht, dieses Treffen zu arrangieren. Aber nicht bevor einen wir Schritt weiter. Beantwortest du mir ein paar Fragen. Wer zum Teufel bist du? Nicht dein Feind zumindest. Ich bin dem Weg der Freiheit gefolgt, um die Railroad zu finden. Ich bin nicht euer Feind. Wenn das wahr ist, hast du nichts zu befürchten. Wer hat dir verraten, wie du mit uns in Kontakt treten kannst? Ich möchte niemanden in Schwierigkeiten bringen. Das werden wir herausfinden. So oder so. Letzte Frage. Warum bist du hier? Ich habe einen Runner bei Green Tech Genetics aufgespürt und getötet. Jetzt brauche ich Hilfe dabei, den Code seines Runner-Chips zu knacken. Was? Darüber macht man keine Witze. Ich wusste nicht, dass wir eine Party feiern. Warum bin ich nicht eingeladen? Oh, ihr habt den Runner-Killer eingeladen. Nett. Deacon, wie immer zu spät. Dieser Eindringling hat tatsächlich einen Runner getötet. Eigenhändig. Das wäre sogar für Glory eine reife Leistung. Sondermeldung, Boss. Der Kerl hier ist eine ziemlich große Nummer. Wenn du mit dem Verhör fertig bist, solltest du dieser Runner-Killer-Maschine ein wenig Respekt zollen. Nur so ein Gedanke. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Jeder, der einen Runner tötet, gehört für mich zu den Guten. Ich bin Desdemona, die Anführerin der Railroad. Okay, ja, Tag auch. Ja, ja, wir sind jetzt alle Freunde. Spulen wir vor zu dem Teil, an dem ihr mir helft. Ich weiß nicht, ob mir deine Einstellung gefällt. Es, wir müssen ihn reinlassen. Er hat einen intakten Runner-Chip, verdammt nochmal. Das verstößt gegen unsere Sicherheitsprotokolle. Zum Teufel mit denen. Er hat einen Runner getötet. Nie im Leben arbeitet der für das Institut. Wir lassen dich in unser Hauptquartier.
Du bist der erste Außenseiter, dem dieses Privileg je zuteil wurde. Wir besprechen das mit deinem Chip, sobald du drin bist. Juhu, wir haben es geschafft, wir haben sie gefunden, wir dürfen rein und dort drinne können wir dann mit den ganzen Leuten quatschen. Nun ja, meine Freunde, das war doch mal eine Folge voller, ja, Rätseleinlage und einer roten Linie folgen. Wir haben es geschafft und darauf kommt es an. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Fallout 4 und dann werden wir uns intensiv mit der Railroad auseinandersetzen. Also, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.